Ja, viele behaupten ja, Facebook funktioniert nicht mehr. Und wenn ich da so rumschaue, warum das da so ist, ich meine, auch wir haben noch viel Potenzial, um uns zu verbessern. Aber wenn mir schon auffällt, und das sagt etwa jeder, der mit Internet und so viel macht, dann nicht verkaufen. Und auf Facebook will niemand etwas kaufen, also nicht in erster Linie. Sie wollen informiert werden, sie wollen Fun haben, sie wollen coole Themen sehen, sie wollen lustig haben, sie wollen lachen. Aber verkauft nicht. Bietet nicht eure Produkte an. Das funktioniert nie im Leben. Vielleicht geht das mit Wish und so, aber das ist ein anderes Konzept dahinter, mit dem Online-Shop aus Asien. Aber hört bitte auf, quasi werberisch zu sein. Facebook wird in Zukunft auch noch viel mehr darauf achten, dass ihr wirklich nur coole Inhalte weitergeht, dass ihr den Leuten helft, dass ihr den Leuten Mehrwert bietet mit euren Produkten oder Dienstleistungen. Aber ganz sicher nicht verkaufen. Das ist der Grund, warum das viele sagen, ah, Facebook funktioniert ja nicht. Aber wenn man halt alles falsch macht, dann kann es nicht funktionieren. Oder Facebook ändert da relativ viel in der nächsten Zeit und hat schon geändert. Und man will einfach weg von dem Werberischen. Und einfach, dass ihr euch einfach nochmal durch den Kopf gehen lasst, wenn ihr Business machen wollt, hört auf verkaufen. Das ist sowieso so ein Spruch, den ich schon viel gehört habe im Internet. Wenn man verkaufen will, dann hör auf verkaufen. Und natürlich, das funktioniert halt im Internet, weil andere Regeln dort stattfinden. Es ist nicht so wie der Old Economy. Einfach einmal, ja, zum drüber nachstudieren. Hey, wenn ihr nichts mehr möchtet verpassen, schaut doch bei uns ab und zu mal rein. Gebt uns mal auch, wie soll ich sagen, Kritik oder vielleicht ein Lob, je nachdem, vielleicht gefällt euch das, was wir machen. Vielleicht findet ihr das dahinter letztes Blödsinn. Wir sind gespannt. Gebt es uns durch. Wenn ihr es uns nicht sagt, wissen wir es nie. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.